Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Und heute habe ich mal wieder eine kleine Produktvorstellung vor mit euch. Ich möchte euch einen Holzvergaser vorstellen, den Firepot von Mut. Den Firepot 140, das ist die große Version. Gibt es noch eine kleinere Version von, den Firepot 120. Und ich habe hier die 140er Version, ich zeige es euch mal, hier, das ist er, schon leicht angekokelt, wie man vielleicht sehen kann. Das ist jetzt der zusammengesetzte Zustand. Dazu ist auch noch ein schöner Beutel, wo man ihn reinlegen kann. Ja, ich zeige euch das Teil mal jetzt. Kommt mit! So Leute, das ist das gute Teil. So sieht er aus, wenn er zusammengesteckt ist. Das hier ist der Boden. Hier kann man ein bisschen was reintun. Da habe ich ein Feuerzeug drin. Vielleicht auch manchmal ein bisschen Birkenrinde. Der Lappen ist dazu. Dann kommt hier der obere Aufsatz. Das hier ist das Hauptteil. Und darunter ist der Topf, wo das Wasser reinkommt. So Leute, jetzt habe ich alles auseinandergebaut. Wie gesagt, hier ist der Topf. Da geht ungefähr ein Liter rein. Ja, hier ist das Hauptteil. Hier sieht man auch gut die seitlichen Löcher da. Den Boden hier kann man rausnehmen. So sieht es von unten aus. Ja, das Teil ist doppelwandig. Hier findet eine doppelte Verbrennung statt. Die Gase werden hier oben nochmal verbrannt. Und das Ding ist wirklich in der Verbrennung sehr effektiv. Ich bin wirklich sehr überzeugt von dem Ding. Man kann sich schnell ein Feuerchen machen, man kann sich schnell wärmen mit dem Teil. Das hat mich wirklich sehr gut begleitet bei meinen Wanderungen. Man kann sich schnell eine Suppe heiß machen. Holz findet man überall, selbst in den verregneten Gebieten des Schwarzwaldes habe ich dieses Jahr immer ein Feuer angekriegt. Man muss sich natürlich trockenes Holz suchen, aber ich bin wirklich begeistert von dem Teil. Okay Leute, machen wir ihn mal an. So Leute, ich habe den Firepot jetzt mal mit trockenem Holz befüllt und als Anzünder nehme ich Birkenrinde. Ja, also wenn ihr euch das Ding holt und auf einer Wanderung mitnehmt, denkt bitte daran, immer einen guten Vorrat an Birkenrinde mitzunehmen. Ganz wichtig. Entschuldigung. Ja, also ihr braucht wirklich einen guten Vorrat an Birkenrinde immer. Das ist ganz, ganz wichtig. Trockenes Holz findet ihr immer mal überall. Ich habe denn teilweise mir trockenes Holz zum Beispiel geholt an diesen Holzstapeln, die überall im Wald sind. Ganz unten findet man immer noch kleine trockene Zweige, die man denn zum Anzünden dieses Firepots nehmen kann. Weil zum Anzünden braucht er trockenes Holz. Wenn er dann einmal in Gange ist, dann könnt ihr euch auch feuchteres Holz nachlegen. Das ist kein Problem. Aber er muss halt erstmal an sein. Und dazu braucht er trockenes Holz und ganz wichtig Birkenrinde. Ich hatte auf meiner Tour dann auch mal versucht mit Toilettenpapier anzumachen, den Firepot, und das war nicht so gut. Birkenrinde top. Vielleicht geht es auch mit anderen Anzündern, aber wie gesagt, mein Favorit ist Birkenrinde. Findet man überall. Irgendwo steht immer mal eine Birke, da kann man sich mal ein bisschen abmachen. Ja, natürlich nicht zu viel, nicht dass man den Baum schädigt. Teilweise gibt es auch tote Birken überall, da mache ich mir dann was ab und nehme halt einen guten Vorrat mit. Man kann auch eine Tüte mit trockenem Holz mitnehmen, das habe ich auch gemacht. Das heißt, ihr habt immer trockenes Holz bei euch. Muss man aber gucken, das ist denn vom Packmaß her relativ groß. Muss man halt einen kleinen Vorrat mitnehmen. Ja. Okay Leute, lasst uns das Ding hier mal anmachen. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe jetzt hier einfach mal das Holz genommen, was hier so rumlag. Ja,
ja, wenn man von unten anzündet, muss man halt immer eine Kante von der Birkenrinde treffen. Aber seht ihr, ich habe es getroffen, jetzt geht's an. Jetzt müssen wir schnell hier draufstellen. Guckt euch das an, wie es abgeht. Das fetzt, wa? Muss dazu sagen, das Holz ist jetzt sehr, sehr trocken. Sehr, sehr trockenes Holz. Wie kommt das hier drauf? So. So. Ihr müsst dann auch gleich Holz nachlegen. Das brennt relativ schnell runter. Also immer regelmäßig Holz nachlegen. Weil das brennt, wie gesagt, relativ schnell runter. Wir packen gleich mal eine schöne Fuhre rein. Ich empfehle euch auch gleich den großen Firepot zu holen. Einfach besser. Könnt ihr dann auch größere Holzstückchen reinlegen. Sowas hier zum Beispiel. Ja, passt locker rein. Der wiegt hier 1 Kilo. Und leistet wirklich gute Dienste. Man kann sich sehr, sehr schnell ein Feuer machen, wie ihr seht. Man hat sehr schnell eine Wärmequelle im Winter. Und man kann sich halt mit dem mitgelieferten Topf schnell Wasser heiß machen, eine Suppe machen. Wie gesagt, hier gehen 0,9 Liter rein. Wunderbar. Leute, hier unten bin ich. Ich habe mal den Topf mit Wasser drauf gestellt und zeige euch, wie man ihn jetzt weiter befeuert. Das ist das Geniale an dem Ding. Das Teil hier, wo der Topf drauf steht, ist sehr hoch mit einer Aussparung hier und hier noch Luftlöchern. Das heißt, man kann sehr bequem Holz nachlegen. Was man auch muss, weil die Dinger müssen ständig gefüttert werden. Ja. Geht wunderbar. Und das Ding brennt, wenn der jetzt so an ist, nimmt auch sehr gut feuchtes Holz. Ja, also es verbrennt auch. Vielleicht müsst ihr dann ab und zu mal den Topf runternehmen und ein bisschen reinpusten, wenn das Holz zu feucht ist, aber geht immer wieder an. Ich hatte das Teil bei meiner Schwarzwaldtour dabei, da war sehr viel Regen, das war nur nasses Holz und er hat sehr gute Dienste geleistet. Teilweise habe ich den ganzen Nachmittag mit dem gekokelt. So Leute, der Kocher geht jetzt langsam wieder aus. Ich lasse ihn ausgehen. Um so einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen, braucht ihr ca. 10 bis 15 Minuten, je nachdem wie trocken euer Holz ist. Ja, den einzigsten Manko, den ich bis jetzt festgestellt habe an dem Firepot bzw. an dem dazugehörigen Topf, sind hier die Griffe des Topfes. Da ist so eine Plastikschicht drum und da kommt natürlich auch ab und zu mal die Flamme gegen von unten. Ja, der Wind dreht ja auch mal ein bisschen und dann kommt trotzdem auch immer mal die Flamme hier unten gegen
Und da sind schon Risse gekommen, das ist hier schon abgeplatzt, die Plastik. Das ist ein bisschen schade, das hätten sie ein bisschen besser lösen können. Und man kann, wie gesagt, den Topf nicht immer so hinstellen, dass die Flamme nicht gegenkommt. Ja, weil der Wind ab und zu mal dreht und dann geht die Flamme hier doch ein bisschen gegen. Und da ist das denn passiert halt hier. Ja, eben hatte ich die gleiche Situation schon wieder. Zuerst kam der Wind aus der Richtung, also von vorne, habe ich das natürlich so hingestellt, mit immer das Windstille, eine sehr große Flamme war, und dann ist die Flamme hier unten gegengekommen, war das sogar so schlimm, dass es eben hier gebrannt hat. Ja, und ein weiterer Riss ist hier entstanden. Das ist das einzigste Manko, was ich bis jetzt festgestellt habe. Ansonsten die Nähte, alles, das ist alles sehr gut gearbeitet, da ist bis jetzt alles in Ordnung. Ja, wir können noch mal rumgehen hier. Da ist bis jetzt alles in Ordnung. Ja, da kann ich nicht meckern. Das Einzige, wie gesagt, diese Griffschoner bzw. ja, diese Ummantelung der Griffe von dem Topf. So Leute, das war es meinerseits zu diesem Firepot 140 von der Firma Mut. Vielleicht hat dem einen oder anderen das Produkt gefallen. Also mir hat er bis jetzt wirklich sehr gute Dienste geleistet. Ich hatte vorher bloß so einen Hobo-Kocher selber gebaut. Das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Das Ding ist wirklich super. Man hat schnell ein Feuer. Man hat immer eine schöne Wärmequelle dabei, die man immer mit Holz befeuern kann. Wirklich absolut top. Man kann sich Wasser heiß machen. Man kann sich eine Suppe kochen. Wirklich schön. Einzigste Manko halt diese Griffe hier. Ja, an dem Topf. Ja, die lösen sich leider auf. Das heißt, man kann dann, wenn diese Ummantelung weg ist, den Topf irgendwann nur noch mit dem Lappen vom Feuer nehmen. Ja, aber ich denke, damit kann man leben. Allerdings bei dem Preis von dem Firepot hätte ich da ein bisschen bessere Qualität in dem Bereich erwartet, weil das Ding ist nicht billig. Ja, der kostet um die 160 bis 180 Euro und das ist schon absolut oberstes Preissegment für so ein Produkt. Ja, billige China-Nachbauten kriegt er für 15, 20 Euro. Habe ich aber schon getestet mit einem Kumpel und der ist hier schon besser ausgereifter. Ist von unten dicht. Ja, ich zeige euch es nochmal. Ja, der Vorteil von diesem Gerät ist halt, es ist hier unten dicht. Keine Asche fällt auf die Erde oder auf den Rasen. Das ist ein großer Vorteil. Große Lüftungsöffnung, breites, ein sehr breiter Holzvergaser ist es. Das heißt, man kann auch größere Stücken reinpacken. Was sich auch als großer Vorteil erwiesen hat, ist dieser hohe Aufsatz hier mit diesen Lüftungsöffnungen und dem Einwurf fürs Holz. Das ist ein sehr großer Vorteil. Ja, der verbrennt wirklich sehr effektiv. Tolles Teil. Ja Leute, das war's von meiner Seite zu diesem Firepot 140. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Entschleunigt schön in der Natur. Schaltet mal wieder rein in meinen Kanal. Guckt euch Videos an. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles klaro. Euer Enduro-René.